zugereist. Heute spielen wir ein bisschen Star Citizen. Ungefähr habe ich mir überlegt. Wir packen jetzt einfach mal ein Anfängerschiff aus, die Aurora LN. Und da ist sie auch schon. Wir müssen zu Landing Pad. Das hört sich nicht gut an. B01. Da müssen wir in diese Richtung. Wir werden jetzt einfach mal von hier nach Jella fliegen. Jella, Jella. Wenn man es auch immer aussprechen mag, ich spreche einfach Jella aus. Wir werden dann ein bisschen Erz mitnehmen und werden wieder zurückfliegen. Das Ganze ungeschnitten und live. Hier ist die Aurora LN und man muss wirklich mal würdigen, was die Entwickler da so zustande gebracht haben, denn das ist die überarbeitete Version, die wirklich sehr, sehr schick aussieht. Vor allen Dingen, wenn man die neuen Details ansieht, wie hier vorne an den Laser-Repeatern, die echt super schön geworden sind, viel detaillierter, viel mehr ausgearbeitet als die alten Versionen. Sieht man auch hier oben, das sind alles die neuen Waffen schon dran, nicht mehr diese, naja, grauen Klötze, die wir da früher hatten. Und wir steigen mal ein, dann machen wir das Schiff und werden durchstarten. Ich werde in Zukunft eine kleine Reihe veröffentlichen, in der ich die ganzen Mechaniken hier mal durchgehe, die Tasten, was ihr womit machen könnt, eine kleine Flugschule. Hoffe, da habt ihr Lust drauf. Wenn nicht, lasst einfach mal einen Link, einen Kommentar ins Video. Und wir schauen einfach mal, was wir da machen. So, starten wir mal. Shields max. Target acquired. Landing gear raised. So. Bewegen uns hier einfach mal ein bisschen weg von Port Olisa. Gehen in die Star Map. Wo sind wir denn? So, Port Olisa. Jella haben wir hier, ist derzeit geblockt. Warum? Fliegen wir halt. Jetzt ist es frei. Gut, dann nehmen wir das als unser Ziel. Gehen raus. Das Kopfruckeln ist leider ja, ist leider normal in dieser Version. Ein Fehler, der hoffentlich bald verbessert wird. Wir nehmen uns mal den Orbitalmarker hier. Fliegen wir mal ein bisschen mehr Richtung andere Seite. So, wo ist Arcop Mining? Arcop Mining ist da. Ich glaube, wir springen noch zu dem Orbitalmarker. So, den haben wir jetzt abgebrochen.
Das können wir mit der gleichen Taste machen, die startet. So kann man sich ein bisschen der Wegzeit ersparen, um ein wenig näher an die Ziele ranzukommen, weil man fliegt doch relativ lange, bis man dann in der Atmosphäre ist und entsprechend dann auch unten ankommt. Wir geben jetzt einfach Gas mit dem Afterburner. Wenn der seinen Max erreicht hat, verbraucht er auch deutlich weniger Sprit, Quantum Fuel. Manchmal hakelt die Kiste ein bisschen, aber ihr seht, jetzt steigt die Geschwindigkeit. Wundert euch nicht über das Quietschen, das ist mein toller Stuhl, der, naja, irgendwie mal geölt werden müsste. Keine Ahnung. So, jetzt sind wir schon ziemlich nah an der Oberfläche. Da bremsen wir langsam mal ab. Sonst krachen wir nämlich gleich in irgendeinen Krater und werden selbst zu einem kleinen Loch auf dem Mond hier. Das wollen wir schließlich nicht. Das sind jetzt noch ein paar Kilometer. Da gehe ich mal kurz in die Außenansicht und drehe mir die schon mal. Ich nehme die mal gerne um zu landen. So, stellen wir sie so ein. Dann kann man nachher besser landen. Ich persönlich gehe dann, wie gesagt, immer in die Außenperspektive. Dann hat man ein bisschen mehr Überblick und man sieht in etwa, wo man landet. Aus der Cockpit-Ansicht finde ich es teilweise etwas schwer, vor allen Dingen mit den größeren Schiffen. Da braucht man wirklich die Außenansicht für. So, wir geben noch ein bisschen Gas. 15 Kilometer haben wir schließlich noch. Da ist auch schon ein anderer Spieler, hoffen wir. Der ist uns wohlgesonnen. Und knallt uns nicht ab. Ein Teil, den ich nicht so an dem Spiel mag. Ich bin nicht der First-Person-Shooter-PvP-Mensch. Ich kann es auch, ich mache es auch ab und zu, aber ich mag es halt nicht so. Ich möchte mich halbwegs friedlich durch dieses Spiel bewegen und dabei Spaß haben. So. Bremsen wir ein bisschen mit dem Gegenschub hier. Strafing-Schuh.
Mitspieler ja nicht sein Schiff kaputt machen hier. Landestelle ausgefahren. Und dann knutschen wir mal langsam hier das Landebett. So. Den Antrieb schalten wir aus, gehen wieder in die Innenperspektive. Sind gelandet, wunderbar. Ist übrigens ein ganz guter Tipp. Ihr braucht nicht immer das ganze Schiff auszuschalten. Es reicht normalerweise, wenn ihr einfach nur die Triebwerke abschaltet. Zumindest wenn ihr kurz unterwegs seid. So, dann gehen wir mal darüber. Ich hoffe, das ist diesmal das richtige Gebäude. Ich vertummiche mich hier gerne mal. Und, ja, aber es sieht richtig aus. Ich sehe den anderen Spieler, da wird der Handelsterminal dann noch sein. Na, scheinbar ist er noch irgendwie unterwegs. Darf ich mal? Nein, darf ich nicht. Er braucht wohl etwas länger. So, der andere Spieler hatte scheinbar einen Absturz oder ähnliches. Jetzt ist es mittlerweile Nacht geworden draußen und wir können endlich kaufen. Die Verzögerung tut mir leid, ist natürlich ein bisschen doof, aber es ist Alpha, es kann passieren. Laranit ist relativ günstig, könnte günstiger sein, aber wir kaufen trotzdem und zwar machen wir einfach mal das Schiff voll damit. Das sind insgesamt 3 SCU, also Standard Cargo Einheiten, Standard Cargo Units. Und jo, 11.000. Oh, wunderbar, haben wir Laranit gekauft. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht geguckt, wie der Server hier gerade ist und ob der neu ist oder etwas älter. Dann gehen nämlich die Preise ein bisschen runter. Ich wollte es einfach nur mal zeigen, deshalb machen wir das jetzt. So, ihr seht auch, wie gesagt, es ist dunkel geworden. Wir sind auf der dunklen Seite des Mondes. Hier könnte man Pink Floyd spielen. Und ja, wir fliegen jetzt einfach mal wieder zurück. Oh, das Schiff. Den Antrieb natürlich wieder einschalten. Engines are off. Engines are off. Take off. Einmal starten. Landefahrwerk einziehen. Da sehen wir auch schon, da geht der Gasriese auf. Das sieht wunderschön aus. Alles ohne Ladescreen, das ist so genial. Dann suchen wir uns jetzt Port Olisa aus. So, wenn wir Glück haben, brauchen wir jetzt auch keinen Umweg zu fliegen. Schauen wir einfach mal. Wird im Moment ein bisschen geblockt, das heißt, wir fliegen jetzt erstmal ein bisschen rauf in die Atmosphäre, dann haben wir da noch einen Winkel
und dann sollte es kein Problem sein, nach Port Odessa zu kommen. Ab und zu muss man schon Umwege in Kauf nehmen und sich dann irgendwie Orbitalmarker oder kann auch andere Ziele annehmen. Man kann den Quantensprung abbrechen mittendrin, aber wir steigen jetzt einfach auf, dann sollten wir genug Winkel haben, um da reinzukommen, beziehungsweise zurück nach Port Odessa. Steht zwar immer noch als obstructed, also blockiert drin, aber ich kenne den Bug, es funktioniert trotzdem. Einmal Quantensprung zurück mit. Fahren wir den Antrieb mal ein bisschen runter hier und fragen uns Landeerlaubnis. Das machen wir, indem wir die Benutzen-Taste halten und hier auf das Com-Signal gehen. Please proceed to assigned landing bay. So, wir sind jetzt an den Platz zugewiesen gekommen. Landing gear deployed. Der ist da ganz hinten. Fliegen wir mal gerade hier durch die Ringe. Ja, irgendwie stimmt hier was mit der Einstellung nicht. Wir drehen uns ein bisschen automatisch, warum auch immer. Kann natürlich ein Bug sein. Aber alles halb so schlimm. Die Landung kriegen wir hin, diesmal aus dem Cockpit. So, Engines wieder auf. Landing complete. Have a pleasant stay. Danke. Wir werden einen sicher tollen Aufenthalt haben. Oh. Irgendwie sind wir jetzt hier durchgeglitscht. Und 400 Meter entfernt. Ja, das ist Beta, beziehungsweise Alpha. Aber gut, wir schaukeln uns jetzt hier irgendwie durch und dann wird das schon funktionieren. So, und da kommen wir auch schon zum Handelsterminal und hoffen jetzt, dass wir unser Laranit hier gut verkauft kriegen. So, sell. Oh ja, wir kriegen es sehr gut verkauft. Wie ihr seht, das kommt, wir haben es gekauft für knapp über 40 und verkaufen es hier für 72. Wir haben 11.000 knapp ausgegeben, kriegen jetzt 17.600 raus. Das ist ein guter Schnitt. So,
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch Star Citizen Spaß macht oder euch interessiert, es gibt Referral Codes, den linke ich auch hier in der Beschreibung. Die könnt ihr nutzen, kriegt noch 5000 UEC. Die kriegt ihr kostenlos. Das ist eine Freundschaftswerbung sozusagen. Und demnächst werde ich dann auch hier mal ein Video machen, welches Starterschiff sich für welchen Geldbeutel eignet. Dafür warte ich einfach noch, bis sich die Webseite aktualisiert hat. Ich sage tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.